Moin Moin. So, ja, ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen zu pflügen, weil ich ja schon rechtzeitig mit dem Streuen fertig war. Ja, das Getreide sieht sehr gut aus. Sag ich mal, wird heute noch trocknen. Morgen denke ich auch, soll ja kein Regen mehr kommen. Und dann denke ich mal, können wir anfangen mit dem Dreschen. Darauf warte ich die ganze Zeit schon. So. Wollen wir mal anfangen. Loslegen. Ja, das kam mir mit dem Regen ganz gut. Dann habe ich die Felder soweit einfach fertig gekriegt. Dann wollte ich das hier bloß noch probern. Dann können wir das hier auch schon bald bestellen, aber erst wenn es erstmal soweit ist, dann müssen wir mal die Getreidefeld noch abernten, Strohballen machen. Meine gehen auch bald aus zum Einstreuen. Und ja, Heu müssen wir auch noch machen. Und auch noch eine Menge Arbeit. Silage ist jetzt schon leer. Habe ich nichts mehr. Krieg auch kein Mischfutter mehr zusammengebastelt da. Ist ein Haufen Arbeit hier. Aber wir können nicht eher dreschen, wenn das Getreide trocken ist. Dann haben wir nachher Verluste. Das wollen wir ja nicht. Wird wieder. Aber Fliegen wird macht auch richtig schön Spaß. Also. Schöne Arbeit. Noch einmal und dann haben wir das hier fertig. Ja, alles gut, weil es nicht mehr haben hier im Krieg. Wird das nichts. Da müssen wir dann doch noch mal zurück. So, und auf geht's. Mal Brücke drin hier. Jetzt.
Ja, immer müssen wir noch. Also den Streifen, den wir nicht mehr haben. Und alles Ackerfläche. Da oben und nochmal zurück. Oh, 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 jetzt wird aber noch nicht. Und auf geht er. Ja, das ist ein Zaun ran hier. Okay, jetzt reicht's. Ausheben. Der Rest macht gleich drüber. Zack. Dann eine gute Idee. Und runter den Flug. Auf geht's. Ja, wieder einmal frei. So, und dann haben wir den auch fertig. Dann mache ich noch oben mit Folienwände. Jo, da bin ich wieder. Und wie ihr seht, habe ich noch ein bisschen Zeit gehabt. Und werde natürlich gleich noch, vor der Tag zu Ende geht, hier den Acker ein bisschen rubbern, weil ich fliegt haben hier. Dann haben wir den nämlich komplett fertig. Wenn wir den hier fertig gegrubbert haben, dann haben wir Feierabend. Dann können wir uns morgen komplett früh morgens ransetzen und Schwatt, also Gras mähen auf Schwatt, damit wir Heu machen können. Und wenn dann die Mittagszeit dran ist, dann können wir anfangen mit dem Dreschen. Das passt ganz gut. Ich habe hier noch 2 Stunden gut zu tun mit dem Trecker hier. Dann ist ein Feierabend. Ich weiß nicht, ob ich das ganz schaffe. Wenn nicht, dann bleibt das halt liegen. Und ausheben den Kumpel. Schon ein bisschen entgegen. Aber da bin ich alles fertig, aber. Aber das erste Feld zum Bestellen fertig gemacht. Das passt. Ja, wenn da was übrig bleibt, ist nicht so schlimm. Ja, ja, ein bisschen geschlampt hier. Ja,
sagen, hier muss man noch ausheben. Das ist nur so, wie bei der Westtechnik davon rumziehen kann. Das ist alles Stahl gebaut. Da will man sich die sämtlichen Zinken wegreißen. Macht einfach nur richtig Spaß. Hier. Zack. Zurück. Runter. Hier oben lang. So, hier noch eine andere. Die kleine Kurven, die kann man ja nehmen, aber enge Kurven zum Rumziehen, das ist nicht so gut. Das verträgt das immer nicht. Wenn wir einfach hier hinten die Ecke fertig machen. Hey. So, ich würde sagen, ich mache den Acker jetzt hier fertig und dann sehen wir uns wirklich beim Dreschen beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.